Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Kaiser Bartolomeo II. Von Italien, der mit 39 mittlerweile recht sicher auf seinem Thron sitzt. Es gibt keine wirklich nennenswerten Fraktionen. Na gut, dieser König von Sardinien, der hat immer noch seine Fraktion mit dem Anspruch auf das Kaiserreich Italien. Er gibt einfach nicht auf, aber er findet einfach keine Unterstützer mehr. Wir haben sie entweder alle besiegt oder auf unsere Seite gezogen. Alles gut. So, Candida hat auf unsere Avancen entsprechend reagiert. Die Zeit ist reif, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Ihr Lehnsherr, Herzog Taddeo, der Herzog von Lazio, der hat uns allerdings im Blick, aber wir werden das natürlich durchziehen. Ja, und auch mit ihr werden wir uns unter freiem Himmel vereinen. Ja, und wir werden auch dabei bleiben. So, Ritter einladen ist immer eine gute Sache. Und wir haben einen Ränkespielvorzug. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Punkt. Da ist ein Ratsmitglied gestorben. Kümmere ich mich gleich drum. Okay, meine Frau hat einen Sohn wieder zur Welt gebracht. Ardicino, wie sie ihn nennen. Na, meinetwegen. Ist auch wieder intelligent, wunderschön und ein Herkules. Meine Güte, was die hier für Kinder zur Welt bringt. Ist ein Eunuch. Adamitisch. Also, ich würde ihn schon rekrutieren, aber ihn direkt im Anschluss mal bitten zu bekehren. Danke. So. Dieses Thema hier. Wir haben in den nächsten Ränkespielvorzug. Und ich mache mal hier Liebe bis ins Grab. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Aber es ist so ein Punkt erreicht, wo ich sagen muss, das mit der Verführung passt eigentlich nicht mehr so gut zu ihm. Ich meine, der Hauptgrund, weshalb ich das früher gewählt habe und weshalb wir diesen Weg gegangen sind, ist ja, weil seine erste Frau schon so alt war. Und er einfach etwas Vergnügung gesucht hat und weil er eben auch keine Erben mehr von ihr bekommen konnte. Das war der Grund eigentlich. Und daraus hat sich sicherlich auch eine gewisse Gewohnheit entwickelt, dass er gewohnheitsmäßig eben Affären hat, aber jetzt mittlerweile muss man sagen, es passt ja eigentlich nicht so gut zu seinem Charakter. Er ist eigentlich zufrieden, so wie es ist, also auch durchaus zufrieden mit seiner Ehepartnerin. Er ist gerecht, also es passt halt auch nicht dazu, ständig Leute zu verführen. Gut, er gilt schon als Ehebrecher, aber vielleicht möchte er jetzt von dieser Gewohnheit doch mal ein bisschen Abstand nehmen und möchte sich in eine andere Richtung entwickeln. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, dass wir Richtung Diplomatie gehen. Denn ich denke, durch die ganzen Fraktionen und alles, was da so war, hat er ja sicherlich auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass man richtige Diplomatie hat, dass auch alle wirklich verstehen, wer der Boss ist. Und deswegen werden wir einen Schwerpunkt jetzt auf Majestät setzen. So. Da sind wir jetzt mal gespannt. Und wir haben auch direkt im Anschluss jetzt ein Dynastievermächtnis freizuschalten. Puh, okay. Wie ist er drauf? Also zynisch, gerecht, zufrieden. Was passt dazu? Also Kriegskunst, er hat viel Krieg geführt, deswegen wäre es eine Überlegung. Macht und Wohlstand, Gesetz würde schon auch passen. Eine gerechte Herrschaft, das ist ja voll sein Ding. Das könnte ich mir gut vorstellen. Verschlagenheit, ja, ich meine, er hat eine entsprechende Ausbildung. Blut, ja. Lebendiger Hof passt wieder mal gar nicht, er ist nicht gelehrsam. Ruhm, Respekt und Loyalität, die anderen zu gefallen weiß. Rechtschaffenheit. Ja, das würde schon auch passen. Sippe, große, fähige Familien. Also man muss schon sagen, es passt schon ziemlich viel diesmal. Was wähle ich? Also ich denke, aufgrund seiner Ausbildung und weil er es auch durchaus schon angewendet hat, ist die Verschlagenheit durchaus schon mal gesetzt. Das können wir machen. Macht und Wohlstand passt einfach sehr gut zu seinem Gerechtigkeitssinn.
Auch wenn der vielleicht nicht immer so zum Tragen gekommen ist und immer so ein bisschen im Konflikt mit seiner Hinterhältigkeit steht, aber was passt schon? Und als drittes, ich meine, er ist jetzt nicht so der Wahnsinnsdiplomat und Ruhm ist jetzt schon so eine Diplomatie-Sache hier. Ich glaube, ich würde Richtung Privatarmee gehen. Also wir würfeln zwischen den ersten beiden dreien. Denn das mache ich ja immer so, dass ich würfle. Privatarmee ist dann 1 bis 2. Macht und Wohlstand ist 3 und 4 und Familienband ist 5 und 6. Und ich würfle eine 5. Wir haben tatsächlich hier die Familienbande freigeschaltet. Hohe Chance, jeweils einen versuchten Missing Key an einem Dynastiemitglied zu verhindern, was auch immer das bedeutet. Vielleicht versuchter Mord? Probieren wir es einfach mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier tatsächlich einen von diesen Bäumen komplett, ja, durchgezogen. Auf jeden Fall finde ich das ganz schön mit diesem Panorama, das man hier immer hat, dass da so nach und nach freigeschaltet wird. Auch bei den anderen ist das sicherlich sehr interessant. Ja, hier hat man dann den ganzen Hof, ne? Ja, ich vermute, dass das das letzte Dynastievermächtnis war, das wir freigeschaltet haben. Insofern schön, dass wir es geschafft haben, eine komplette Linie voll zu kriegen. Aber ich denke auch nicht, dass wir es schaffen werden, in, weiß nicht, 6 Jahren oder so nochmal komplett dahin zu kommen. Bürgerin Meisterin Ambrosia kam heute zu mir und ich wusste sofort, worum es geht. Sie ist schwanger. In ihrem Herzen gibt es so ebenso wenig Zweifel wie in meinem, wer der Vater ist. Wegen meiner Ehe mit Sophia kann ich allerdings nichts tun, außer zu hoffen, dass meine Beteiligung hieran geheim bleibt. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen könnte. Ich meine, wie lange haben wir diese Affäre schon? Seit 8 Jahren? Nächstes Ratsmitglied ist tot, ja. Das war jetzt der Ratskanzler. Die können das alle nicht so gut. Wir nehmen jetzt mal den König. Na, den König von Moldawien, das war doch der Sodomit. Das ist, glaube ich, nicht so passend. Der König von Großmähren vielleicht. Und dann werden wir noch einen anderen Ratsprediger brauchen. Ja, vielleicht nehmen wir da den König vom Ostfrankenreich, den jungen Mann hier. Das ist unser neuer Ratsprediger. So. Skandalöser Priester, Herzog Alberto Azzo, ist offenbar sehr rachsüchtig. Das werden wir natürlich verdammen. Okay, haben wir eigentlich noch Leute im Kerker? Nee. Weil nämlich eben einer darin gestorben ist. Aha. Vermächtnis in Versform. Graf Heisteuf hat schon wieder ein Gedicht geschrieben, auf uns offenbar. Jener Kaiser von Italien. Oh, das ist schon mal gut. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden. Ganz gleich, welch Reich man hinterlässt zum Erben. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist, auf dass die ganze Welt sein Gesicht nicht vergisst. Das klingt doch ganz gut, würde ich sagen. Das klingt wie ein Loblied auf uns. Ja. So. Ich habe mir überlegt, ich werde dem Herzog von Böhmen noch den Königstitel vermachen. Wo haben wir ihn denn? Königreich Böhmen. Weil es einfach albern ist, dass wir den behalten. Ist nicht notwendig. Niederschlesien, ja, gehört zu Niederschlesien, ist klar. Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch einen Bereich, wo es nur Herzogtümer gibt, und das ist Bayern. Und ich bin schon immer ein bisschen überlegen, wie ich das mache, warum ich das bisher unterlassen habe, ehrlich gesagt, hier den Königstitel zu verlangen, ist verleihen es vor allem das Herzogtum Salzburg. Denn der hat sich ganz schön ausgebreitet. Nun ist es natürlich so, dass zu einem so gerechten Herrscher wie unserem es nicht so richtig passt, jetzt irgendwelche Wahnsinnsintrigen zu spinnen. Aber vielleicht könnte man die Sache ja ein bisschen verhandeln. Wenn die Vasallenbande so ändern, dass wir einen Titel, eine Zwangsteilung fordern,
und ihm sagen, dass er uns dafür nicht mehr so viele Soldaten geben muss, ist das, glaube ich, einigermaßen fair. Oder man nimmt eins von denen hier zum Beispiel. Man könnte zum Beispiel auch sagen, dass wir seine Stellung im Reich verbessern, dass wir sagen, er bekommt irgendwie Schildgeld. Nee, das ist nicht genug, offenbar. Nee, das reicht nicht. Okay, das sind Sonderbande, das geht nicht. Gut, also dann muss es so sein. Dann fordern wir die Zwangsteilung und dafür erhält er halt weniger Pflichten, was die Feudalaufgebote angeht. Und das ist ja, da er so groß ist, auch durchaus eine ganze Menge, was uns dadurch flöten geht. Ja? So. Und damit müsste sich sein Erbrecht jetzt ein bisschen geändert haben. Ja, Ritter eingetroffen. Den holen wir natürlich an den Hof. Fest mal in Ancona. Da gehen wir jetzt mal hin, weil wir ein bisschen gestresst sind. Und uns gerne mal wieder erholen würden. Ach, was ist das nur für ein Fleisch? Solch ein reiches Aroma und dieses Gemüse mit dem kräftigen, beinahe süßen Duft. Oh, und diese köstlichen kleinen Nachspeisen. Dieses Festmahl bietet mit das beste Essen, das ich je erleben durfte. Sehr schön. Haben wir gutes Essen genossen. So, und wie ist denn jetzt seine Erbfolge? Hat er jetzt tatsächlich die Erbteilung? Eine Bundteilung hat er, okay. Der bekommt Salzburg und Bulgarien und er bekommt die Toskana. Das finde ich schon mal sehr gut. Eine Gruppe Gäste nähert sich ihm. Ja, ich würde sagen, wir sind ganz nett. Wir werden die Gäste mal ablenken. König Udalrico von Milzenia soll eine Affäre mit Loisa haben. Naja, diese Verfolgung ist nicht gerecht. Ja, das ist in der Tat so. So, das ist schon viel schöner. So kann das mit unserer Anspannung weitergehen. Wir könnten vielleicht auch noch mal eine Jagd veranstalten. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob wir uns nicht von unserer Affäre trennen sollten. Vaterloser Bastard. Ja, wir werden das direkt mal aufdecken. Das ist in Ordnung. Das sind Gerüchte. Aber wir werden uns jetzt auch von ihr trennen. Von Affäre trennen, hier. So. Wir sind ja eh schon sündig, insofern hat das jetzt auch keinen Einfluss mehr. Der Lärm der anderen ist in weiter Ferne als Onkel Prinz Dominico und ich uns an unsere Beute anpirschen. Nur die Größten sind unserer würdig. Wir sind fast schon in Reichweite, als Dominico mir zuflüstert. Nun, da wir endlich unter uns sind, es gibt da etwas, was ich euch über König Bartolomeo von Anatolien, ach, ich glaube, das sind Brüder, ne? Unbedingt erzählen muss. Okay. Sind wir jetzt so neugierig, dass wir das wissen wollen? Ich meine, wir sind natürlich so ein Intrigenspinner. Ich glaube, wir wollen das schon wissen. Hat das jetzt irgendeine Auswirkung gehabt? Nee, ne? Nee. Ja, super. Wir haben jetzt überhaupt nichts davon bekommen. Also wir haben nicht mal irgendein Geheimnis erhalten. König Benedikt von Moldawien müsste uns mehr zahlen. Ja, wenn das so ist, dann werden wir das natürlich erhöhen. Ist ja klar, ne? Meine Tochter Giuditta hat ein Kind zur Welt gebracht. Oh, unser erstes Enkelkind. Ist kein Zwerg. Sehr schön. Sollte mit einem guten Namen gesegnet werden. Dann sollten wir es vielleicht nicht Andrea nennen. Weil das klingt dann doch ein bisschen zu weiblich. Sebastiano. Okay. Das ist in Ordnung. Ein weiterer Ritter ist eingetroffen. Rekrutieren wir, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir noch viel Kriege führen werden. Unser Sohn ist auch erwachsen geworden. Unser Sohn und Erbe.
Und ist ein sehr guter Verwalter geworden. Wirklich herausragend gut darin. Unsere Kaiserin ist wieder schwanger, auch schön. Sehr gut. Ja. Naja, der wird in ein paar Jahren auch heiraten. Die Infantin von Kastilien. Ist ein Druckmittel verfallen, okay. Meine Verwandte Petronia soll ermordet werden. Das ist ja die Höhe. Festmahl beim Hof in Ajaccio. Das ist der König von Sardinien. Ja, da gehen wir auch hin. Vielleicht lässt er dann ja auch mal seine blöde Fraktion hier fallen. Der Herzog von Pommern, der will da jetzt auch schon mitmachen. Das ist ja ein Ding. Da gibt man ihm einen Titel und dafür dankt er uns, indem er einer Fraktion beitritt. Das ist ja ein Ding. Nee, da gehen wir nicht hin. Wir können ein Bündnis mit König Bartholomäus dem Zweiten aushandeln. Das ist der König von Anatolien. Machen wir. Ja. Dann überlege ich gerade. Ja, die suchen nach Ratsposten. Okay. Wir können die Bande von Herzog Rinaldo ändern. Ach, das war die Geschichte, genau. Aber da sah ich jetzt ja nicht unbedingt einen Grund, das zu tun. Dann lassen wir das auch. Und unsere Frau hat wieder einen Sohn zur Welt gebracht, meine Güte. Also ein Sohn nach dem anderen. Alle intelligent, wunderschön und Herkules. Meine Güte. Das ist ja echt krass. Die absoluten Superkinder, die wir da bekommen. Naja, Burgund hat hier auch noch irgendwelche Besitztümer. Das Omen. Ein ansässiger Mystiker bestand darauf, mich zu sehen, und als er vor mich gebracht wurde, fing er zu wehklagen an, und ist das da Blut an seinen Händen? Die Zeichen stehen nicht gut für euch, Fürst. Die Eingeweide einer Henne und ihr Blut zeigten mir eure Zukunft. Sie ist dunkel und voll von Tod. Oh, das klingt bedrohlich. Das kennen wir. Unser Opa hat das auch gehabt. Gab erstmal einen moderaten Malus. Und er ist auch kurz darauf gestorben. Allerdings sind wir natürlich bei besserer Gesundheit. Oh, uns will jemand ermorden. Und schon ist das Omen quasi bestätigt. Das müssen wir natürlich jetzt rausfinden, wer uns hier versucht zu ermorden, ne? Wer ist es? Was ist denn hier los? Warum wird mir hier was angezeigt und irgendwie nicht angezeigt? Das ist komisch, oder? Das sieht irgendwie nach einem Bug aus. Erstmal den Konstantinopel. Ich meine, das ist ein mächtiger Vasall, dann gehen wir halt mal hin. Tja. Königin Sophia von Ungarn ist auch da und mit ihr verstehen wir uns offenbar sehr gut. Was haben wir jetzt gemeinsam mit ihr? Wir sind beide eine eifrige Frohnatur und Pilger. Okay. So, aber ich wollte herausfinden, wer mich hier umbringen möchte. König Mahan kündigt an, dass das Essen leicht verspätet serviert werden würde und Baron Odone sieht aus, als würde er vor Verdruss gleich platzen. Wenn nicht gerade sein Magen knurrt, hört man ihn selbst unzufrieden knurren. Ich würde sagen, er macht sich zum Narren, wir sind dann doch zu höflich. Wir sind schließlich zufrieden und gerecht und das ist ja nicht gerecht, wenn man sich dann so beschwert. So, die finden alle, dass wir was Besonderes sind. Agnese und Königin Sophia nicken. Tja, wir sind halt schon eine richtige Partynatur. Noch jemand möchte mich ermorden? Sagt mal. Es gibt zwei Ermordungskomplotte. Gut, das vielleicht hat der Typ mit seinem Omen doch recht gehabt, ne? Wenn es gleich zwei Leute gibt.
Meine Geheimhaltung und die Erfolgschance sind nicht besonders hoch, seit wir es wissen, aber Himmel, wer will uns denn hier umbringen? Herzog Alberto Azzo von Spoleto möchte uns umbringen. Was für ein hysterischer Unhold. Na, dann werden wir ihn gleich mal einkerkern. Von Spoleto. Der macht solche Dinge. Dafür könnten wir ihn hinrichten, aber das wäre Verwandtenmord. Den werden wir jetzt sicherlich nicht auslösen. Wir werden ihn vielmehr in den Kerker schmeißen, denn den Herrscher nun töten zu wollen, das ist natürlich schon ein krasses Kapitalverbrechen. Nein, nach Klagenfurt gehen wir nicht. Wollen wir vielleicht sogar foltern? Sind wir so düster? Oh, das können wir schon machen. Ich glaube schon, dass wir das machen. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Geld aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschenk er mit einem hochwohlgeborenen Fürst in Perlen und Seide gemacht habe. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt. Die Spione meinen, der Adlige führe sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. Ja, danke, dass ihr uns darüber in Kenntnis setzt. Das ist, glaube ich, wieder dieses, wie nennt man es, Durchbrennen-Komplott, dass da jemand gerade versucht, gegen wen auch immer. Oh, der süße Kuss der Peitsche. Sie mag unschuldig aussehen und doch kann sie das Fleisch ebenso leicht vom Knochen trennen wie ein Messer. Wenn ich mir den Ausdruck auf dem Gesicht von Herzog Alberto Azzo so ansehe, dann weiß er das nur allzu gut. Nein, nein, ich habe Wissen. Ugonino steckt hinter dem Mord an Lucinetta. Ich werde euch alles verraten. Ja, ich würde sagen, da wir jetzt gerecht sind, werden wir sagen, das reicht uns dann als Auskunft. Festmann in Innsbruck? Nein. Nach Salzburg gehen wir auch nicht. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach, aber mein Vasallkönig Juan wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Wir könnten ihm seine Ideen stehlen. Oder wir vergessen, ihn einzuladen. Oder wir werden ihm Aufgaben stellen, die unmöglich zu erfüllen sind. Oder wir sagen einfach, wie kannst du es einfach eigentlich wagen, uns herauszufordern? Naja, wir sind so ein bisschen hinterlistig, würde ich sagen. Also die drei Oberen passen schon ganz gut zu uns. Also das ist irgendwie nicht so unser Ding, glaube ich, aber das wäre ein bisschen ungerecht. Ich würde sagen, wir vergessen ihn einfach einzuladen. Ups. Er hat Druckmittel erhalten. Seit ich angefangen habe, König Juan Informationen vorzuenthalten, hat er sich schon unzählige Male zum Narren gemacht. Seine hoffnungslos veralteten Vorschläge zu verwerfen ist einfacher, als einen Hund an der Nase herumzuführen. Jetzt bleibt er still und senkt den Blick. Sehr schön. Problem erledigt. Ein neuer Diplomatie-Lebenswandelvorzug ist da. Erlaucht, hatte ich gesagt. Monatliches Prestige pro Schrecken. Das klingt gut. Das machen wir. Also ein bisschen Schrecken haben wir, ja. Und wir haben unseren Rivalen Alberto Azzo überlebt. Das war der, der uns versucht hat umzubringen. Den haben wir gefoltert. Daran ist er jetzt gestorben. Wir verlieren 94 Anspannung dadurch. Also ein bisschen rachsüchtig sind wir schon, ne? Aber leider ist unsere Mutter direkt danach gestorben. Deswegen haben wir direkt wieder ein bisschen Anspannung bekommen. So, Herzogin Delinda. Das ist schon eine Rivalin von mir. Die wollte mich umbringen. Dann kann ich auch sie einkerkern. Das wird nicht erfolgreich sein. Warum nennt die sich noch Herzogin? Ach so, weil sie die Frau des Herzogs von Epirus ist. Wenn sie es ablehnt,
Dann wird sie. Dann wird irgendwas passieren. Also ich glaube, sie wird einfach fliehen. Mein Vasall, König Juan, den kennen wir ja schon, der uns eben herausfordern wollte. Der ist offenbar auch ein Poet und er hat ein Gedicht uns gewidmet. Eine Klage für den Kaiser. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden. Ihr Tun, ihr Wert, ihr Streben wird nichts als Asche werden. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist, wartet, dass die Geschichte nicht die Wahrheit frisst. Ja, ich weiß nicht so richtig, was das jetzt wieder heißen soll. Offenbar was das Richtige. Oh, wir haben eine gefährliche Fraktion. Oha! Da hat sich jetzt wieder was getan. Offenbar haben wir irgendwelche Leute geärgert. Oder es sind natürlich, naja, ich glaube, es sind einfach ein paar Erbschaften passiert. Warum ist der überhaupt in der Fraktion mit einer 83? Können wir den rauskaufen hier? Ja. Der wird rausgekauft. Den von Pommern kaufen wir auch raus. Romania. Denke ich auch. Gucken wir mal, ob die überhaupt noch existieren danach. Achso, Pause lösen. Ja. Sie ist aus dem Land geflohen, nachdem sie versucht hat, mich zu ermorden und nicht eingekerkert werden konnte. So, also stark genug sind sie nicht mehr, aber aufgelöst haben sie sich auch nicht. Von Sizilien, den werden wir jetzt auch mal mit einem Geschenk beglücken. Ja. Einer nach dem anderen verlässt die Fraktion. Das ist der König von Michel, der von Kroatien, der auch ein mächtiger Vasall ist. Wäre ein ganz guter Verwalter. Aber naja. Ach, Prinz Liutfrido von Italien, unser Onkel und Herzog von Kärnten ist ein Sodomit. Eieieiei. Aha. Prinz Domenico hat offenbar eine Bastardtochter. Ob ich den irgendwie auch rauskaufen kann hier? Nicht ganz, aber ich könnte ihn beeinflussen. Das haben wir jetzt ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Unser Sohn hat geheiratet. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich gehe davon aus, dass die nächste die letzte sein wird. Es sind ja nur noch 3 Jahre bis zum Spielende. Na, nicht mal 3 Jahre. Daher denke ich, dass die nächste Folge die letzte sein wird. Ich denke, wir werden da auch ein kleines Fazit am Ende haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.